Willst du wissen, warum starke Frauen bei Männern besonders gut ankommen? Warum sie alles von ihnen bekommen und die Netten immer leer ausgehen? Wir verraten es dir. Frauen, die ihre Bedürfnisse und Wünsche ganz genau kennen, gehen ganz anders an eine Beziehung heran als solche, die eine Partnerschaft um jeden Preis anstreben. Wer den Mann nicht braucht, tritt selbstbewusster auf, kennt seinen Wert und hat keine Scheu, sich für die eigenen Visionen stark zu machen. Und stark macht sexy, das kannst du uns gerne glauben. Wir stellen dir in unserem heutigen Video 8 Dinge vor, die selbstbewusste, unabhängige Frauen niemals tun, wenn sie eine Beziehung eingehen. Wenn du noch nicht Teil unserer Gemeinschaft bist, dann laden wir dich jetzt ein, unseren Kanal zu abonnieren, um zukünftig keine spannenden Videos mehr zu verpassen. Nummer 1. Sie fürchten das Alleinsein nicht. Es mag wie blanker Zynismus klingen, aber die wichtigste Voraussetzung für eine glückliche Beziehung ist es, gut allein sein zu können. Nur wer sich selbst genug liebt, um bis an den Rest seines Lebens auch allein klarzukommen, ist reif für eine Partnerschaft. Warum? Beziehungen müssen auf Freiwilligkeit basieren, nicht auf einer Notwendigkeit. Wer sich selbst nicht lieben kann, wird diese Herkulesaufgabe auch von niemand anderem erwarten können. Wir müssen uns selbst genug sein, um uns als Hälfte eines Paares zu qualifizieren. Erst dann können zwei Menschen, die einander wollen, einander auch wirklich gut tun. Wer den anderen braucht, wird in Sachen Liebe immer leer ausgehen und den Kürzeren ziehen. Nummer 2. Ihre Wünsche und Bedürfnisse dürfen nie zu kurz kommen. Einen Kardinalfehler, den starke Frauen garantiert nie machen, nur um Teil einer Paarbeziehung zu sein, ist der Verzicht auf ihre Bedürfnisse. Diese müssen sogar um jeden Preis erfüllt werden, wenn ein Mann bei ihnen landen möchte. Keine Frau, die etwas auf sich hält, beendet ihre Karriere, gibt ihren Freundeskreis auf oder verabschiedet sich von ihren Interessen, Hobbys und Leidenschaften, nur um einem Mann zu gefallen. Wer sich selbst nicht genug schätzt, um den eigenen Wünschen gerecht zu werden, wird dauerhaft auch keine Wertschätzung von anderen erfahren. Nummer 3. Respektlosigkeit wird nicht toleriert. Wie wir miteinander umgehen, sagt viel über unser Selbstverständnis aus. Wer andere schlecht machen und erniedrigen muss, um sich selbst besser zu fühlen, sollte keine Beziehung führen. Diesen Menschen dient die Liebe nur als Vorwand, um andere zu beherrschen. Sobald eine selbstbewusste Frau also erste Anzeichen von respektlosem Verhalten feststellt, wie chronische Unpünktlichkeit, schlechtes Benehmen und abschätzige Bemerkungen, wird sie die Reißleine ziehen. Nummer 4. Sie verkaufen sich niemals unter Wert. Gesundes Selbstvertrauen ist wichtig, um in der Liebe nicht unter die Räder zu kommen. Wer sich selbst geringschätzt, ist leichte Beute für manipulative Zeitgenossen, die nur ihr Vergnügen und ihren Vorteil suchen. Toxische Charaktere wählen bevorzugt schwache Frauen als ihre Partnerinnen aus. Bei einer starken Frau haben sie keine Chance, denn diese würde sich niemals mit einem Mann einlassen, der nicht alle ihre Anforderungen an einem Lebenspartner erfüllt. Nummer 5. Konflikte werden ausgetragen, nicht ignoriert oder um jeden Preis vermieden. Das Starksein bringt es manchmal leider auch mit sich, dass man die Karten auf den Tisch legen muss, wenn es nicht rund läuft in einer Beziehung. Keine Frau, die etwas auf sich hält, schluckt ihren Ärger und ihren Frust einfach hinunter. Sie sucht das Gespräch und zwar auf sachliche, konstruktive Weise. Selbstbewusste Partnerinnen werfen weder hysterisch mit Gegenständen nach ihrem Mann, noch schreien sie sich die Seele aus dem Leib oder fressen ihren Kummer in sich hinein. Denn sie wissen, all das ist nicht die Lösung. Nummer 6. Sie verabscheuen jede Form von Abhängigkeit. Beziehungen können rasch in eine Abhängigkeit führen. Finanziell, sozial und emotional kann es schnell passieren, dass sich Frauen ohne ihre Männer minderwertig und hilflos fühlen.
Starken Frauen passiert das nicht. Ihnen wäre es sogar extrem zuwider, einen Mann, sein Geld, seinen sozialen Status oder seine bloße Anwesenheit in ihrem Leben zu brauchen. Sie sehen die Beziehung als Plus und Mehrwert für ihr Dasein an, aber nicht als existenzielle Notwendigkeit. Nummer 7. Ihrer Intuition vertrauen Sie uneingeschränkt. Keine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht, ignoriert ihr Bauchgefühl. Viele ihrer Geschlechtsgenossen begehen diesen Fehler schon sehr früh in Beziehungen, meistens schon beim Kennenlernen. Einige spricht gegen diese Partnerwahl, aber sie wollen es trotzdem unbedingt versuchen. Meistens täuscht uns unser sechster Sinn jedoch nicht. Was sich nicht von Anbeginn an gut und richtig anfühlt, wird es auch mit der Zeit nicht werden. Wir übersehen so nur die berühmten roten Flaggen und genau das passiert starken Frauen nicht. Nummer 8. Sie vergessen niemals, wer sie sind und was sie so besonders macht. Eine Beziehung ist kein schwarzes Loch, das Menschen in sich hineinsaugt und nie mehr wieder hergibt. Wer sich als Frau unbedingt darin verlieren möchte, wird nicht glücklich werden mit so viel Hingabe und Selbstaufopferung. Der Preis ist nämlich zu hoch, den man dafür zahlen muss. Man vergisst mit den Jahren, wer man eigentlich ist und wer man war, bevor man die Hälfte eines Paares wurde. Das ist nicht nur eine herbe Enttäuschung für uns selbst. Auch unser Partner hat sich ursprünglich in eine ganz andere Frau verliebt als die schattenhafte Gestalt, die jetzt sein Leben mit ihm teilt. Unser heutiges Fazit. Wer Liebe will, die diesen Namen auch verdient, darf die seine nicht verschenken. Beziehungen sind ein einziges Wechselspiel von Geben und Nehmen. Im Idealfall halten sich diese beiden die Waage und jede Seite bringt gleich viel ein und erhält gleich viel zurück. Aber gerade wir Frauen meinen oft, uns für die Liebe aufopfern und aufreiben zu müssen, bis nichts mehr von uns übrig ist. Doch genau das ist der falsche Weg. Sobald die Liebe zur Notwendigkeit und Zuneigung zur Verzweiflung wird, hat eine Beziehung ihr Ablaufdatum erreicht. Partnerinnen werden nicht attraktiver, wenn sie hilflos, abhängig und auf dem Selbstzerstörungstrip unterwegs sind. Wer seinen Wert kennt, wird niemals auf die Erfüllung seiner Bedürfnisse verzichten. Starke Frauen wissen ganz genau, was sie in eine Partnerschaft einbringen und was sie umgekehrt auch von ihr erwarten können. Sie bleiben, wenn ihr Bleiben wertgeschätzt wird, und sie gehen, wenn sie spüren, dass sie von einem Partner nichts mehr zu erwarten haben. Vielen Dank fürs Zusehen und bis bald.